Hey, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Das zweite Video zum Thema Gear Farming in Tom Clancy's The Division 2. Heute eine kleine Route durch Federal Tree Angle, die euch ca. 25 Minuten eurer Lebenszeit kostet, dafür aber eine ganze Menge zu bieten hat. Auf euch warten dieses Mal 24 Waffenkisten, 19 Rüstungskisten, ein Airdrop, zwei Hyena Faction Crates, ein Key, den ihr einsammeln könnt, sowie je nach Belieben eine ganze Menge Ressourcen und Titan und dergleichen, falls ihr euch dafür extra bücken möchtet. Startpunkt ist wieder das Safe House und wie in den beiden bisherigen Videos auch, empfehle ich euch auch dieses Mal wieder Erkennung zu aktivieren, bevor ihr losgeht. Genug der vielen Rederei, schaut euch die Route an, lauft die Route nach und viel Spaß beim Looten. Seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season, not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason.
stuck in limbo. Don't you see? Time's ex-indicates never to return, never to feel whole. Isn't it so easy to lose yourself in time, to drive in this line, to give yourself to one?
Das war's auch schon wieder mit der Farbenroute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vor allen Dingen, dass es euch eine ganze Menge gebracht hat. 2-3 Gearscore-Level nach oben wäre eine ganz nette Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder gebt dem Kanal ein Abo, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr auch in Zukunft ähnlichen Content haben möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch mit Vorschlägen zu Themen, die euch interessieren bezüglich Tom Clancy's The Division 2. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!